Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, wir starten zwar jetzt wieder hier, aber ich habe jetzt hier einmal kurz alles liegen gelassen. Wir hätten das echt mal verkaufen sollen. Jetzt werden wir uns jetzt erstmal um die zwei Diebe kümmern. Nummer 1 ist ja gleich da vorne. Komm, steh auf. Hey, hey. Ah. Was sagt man dazu? Ja, na toll, jetzt wurde mir deswegen... Mehr hast du nicht drauf? Ja, ich will das... Rüstest du mal das Schwert aus? Danke. Dann machen wir halt nochmal einen kleinen Schwertkampf. Ich muss nur aufpassen. Ausdauer. Du bist tot. Okay, pariert hatten wir. Gut. Ah. Komm, lad meine Ausdauer auf. Komm. So, jetzt bin ich dran. Agilität dazu. Und da habe ich einen Kombo-Treffer zu viel gemacht. Sorry. Wir nehmen jetzt wieder einmal alles mit. Dann überprüfen wir einmal kurz, weil wir müssen uns ja auch ein bisschen bewegen können. So, Haube schlechter somit fallen lassen. Fußwickel. Naja, unsere waren ein bisschen mehr von der Haltbarkeit betroffen. Geflickte Hose. Kann auch wieder weg. Den Lederwams, den hatten wir nicht. Das heißt, den können wir ausrüsten. Und leichte Garbison. Geräusche 40. Ist aber auch von der Haltbarkeit schon recht angedütscht. Auch wenn wir jetzt einen mehr kriegen. Also machen wir auch nochmal weg. Dann passt das. So, dann können wir die Waffe wieder wegstecken. Und dann laufen wir jetzt quasi den Weg jetzt ein bisschen lang. Und ich weiß ja jetzt, in welche Richtung ich muss. Das habe ich ja vorher nicht so wirklich gewusst. So, überladen brauchst du keine Sorgen machen. Wir sind nicht mehr überladen. Wir laufen jetzt da auch quasi hin. Und jetzt passe ich auch auf, dass ich nicht irgendwie eine Klippe runterfall. Könnte mir ja schnell was brechen. Und durchplündern brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Die haben ja meistens immer nur dasselbe Essen und Trinken und so weiter drin. Jetzt habe ich gedacht, dass da ist jemand. Gütiger Gott, das ist der Köhler. Ja. So, das hatten wir uns ja hier angeguckt. Und da hinten, der ist dann weggelaufen. Ich hab nichts. Okay. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Gut. Dann nehmen wir jetzt schon mal den Bogen zur Hand, weil da kommt ja gleich der nächste ums Eck. So, anlegen. Hey, wer ist da? Was ist das? Hab ich getroffen? Meine Gebete wurden erhört. Nee. Da wollte ich meine Wut an jemandem aus. Ah! Voll ins Auge! Komm her, du Weichei! Na? Wer ist jetzt das Weichei? Du hast einen Pfeil in der Schulter stecken. So. Ich glaube, das Schwert macht ein bisschen viel Schaden, kann das sein? Na gut. Axt nehmen wir mal mit. Und gucken mal, was hast du hier? Bogenkacheln? Okay, wir nehmen erstmal einmal alles mit kurz. Jetzt sind wir leicht überladen. Ist aber nicht weiter schlimm. Axt, warum hat die eigentlich ein X? Wahrscheinlich, weil sie kaum Haltbarkeit hat. Könnte ich mir gut vorstellen.
So, edle Schuhe hat er. Die haben sogar drei Rüstungen. Die sind ein bisschen besser als unsere alten Stiefel. Ja, die Hose passt auch ein bisschen besser. Die ist, glaube ich, auch nicht schmutzig als unsere. Jagdhandschuhe. Nee, da sind unsere besser. Unsere sind zwar schmutzig, aber nicht weiter schlimm. Der Lederwams ist besser. Packen wir erstmal das andere weg. Leinen, nee. Und keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Die Plattenkacheln schützen vor Ellbogen des Kämpfers und damit in Bereichen des Körpers, die an unempfindlichen sind. Selbst weniger begürtete Kämpfer können sich Ellbogenkacheln leisten. Ah. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Sondern eigentlich ausrüsten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ellbogenkacheln. Gut. Denn gleich weiter und dann müssen wir gucken, dass wir denn nach rechts runtergehen. Also jetzt hier den Weg lang. Weil das ist ja quasi der einzige, der offen war. Gut. Hier müsste es jetzt irgendwo gleich reingehen. Also mit der kompletten Rüstung kämpfen klappt. Ah, da vorne ist noch jemand. Ich ziehe lieber die Waffe. Nicht, dass er gleich sagt, hey. Hey, wer ist... Ja, was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Natürlich. Mehr hast du nicht drauf? Ja. Oh. Voll ins Auge. Gibst du auf? Oh. Der gibt für immer auf. Also meine Bilanz ist derzeit, ich töte euch alle. So, die Verbände nehmen wir uns jetzt aber nochmal mit. Bei dem Rest gepolsterte schwarze Bluthaube. Macht 9. Ich nehme alles mit. Ich glaube, das ist immer so am besten. Und dann schmeißen wir das weg, was wir nicht brauchen. So, Arbeitsstiefel. Kann weg. Geflickte. Kann weg. Okay, gepolsterte schwarze gibt 9 Rüstungen. Okay, setzen wir mal an. Dann kann das weg. Gegerbte Jacke. Ist aber auch rot, weil wo wahrscheinlich nur noch 10 Haltbarkeit. Also auch weg. Der Lederwams, der ist ein bisschen besser als unser. Wieder von Haltbarkeit. Also. So. Waffen. Naja. Ich hoffe, wir können bald auch ein bisschen mehr tragen. Aber ich glaube, das löst sich dann hier auch wirklich mit dem Pferd. Oh, siehst du, Groschen. Nimm mal mit. Wir müssen uns ja, glaube ich, durch meinen Fehler ein Pferd später kaufen. Na, nichts. Nichts. Gut, die Filmsequenz werde ich dann auch gleich skippen. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. So, hier ist nichts mehr zu holen. Beim Vogt haben wir nochmal einen Groschen, den ich mitnehmen kann. Und seine Scherbe nehme ich auch mit. Na, ich gucke doch lieber nochmal rein. Neugier ist doch ein bisschen höher. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Ich. Ah, das kennen wir ja schon.
hat auch nur noch Brot bei. Nein. Wieso? Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. So, wir haben ja jetzt den Ring bekommen. Und ich glaube, wir haben sogar noch einen Ring. Biancas Ring. Den Ring, den du Bianca gegeben hast. Der wird natürlich jetzt getragen. Als Andenken. Gut. Dann kommt jetzt nochmal das Schwere. Wie gesagt, die Filmsequenz werde ich jetzt aber einmal überspringen. Ganz überspringen. Und dann suchen wir jetzt mal nach einer Schaufel. Ist jetzt halt nur die Frage, wo finden wir eine Schaufel? Und wo ist dieser Hund, den ich hier die ganze Zeit höre? Irgendwo muss hier doch ein Hund sein. Aber sehen tue ich jetzt hier auch nichts. Ich kann natürlich jetzt die Fackel mal anmachen. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Es scheint so, als wenn er hier irgendwo drinne ist, der Hund, ne? Ich weiß auch nicht, ob er jetzt gut oder schlecht ist. Oder ob das jetzt vielleicht ein Anzeichen ist, so hier hinten befindet sich eine Schaufel. Zieh Leine, du Drecksköter! Verdammtes Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Herrchen beschützen? Ja, es bewacht sein Herrchen. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllersmädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Ja, bist ja ganz schön, ne? Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Ich hab dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Rückst du es ohne Tamtam raus oder willst du wieder Fleischer enden? Du berührst dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. So läuft's also. Nur mit Schwert, wie? Wir sehen uns wieder. Okay. So, wir haben eine Schaufel. Na, mein Kleiner. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Okay. Dörrfleisch, Groschen, Salami. Ist alles noch im Top-Zustand. Natürlich macht mich das jetzt wieder zu schwer.
Gut, Dörrfleisch hält sich ja ein bisschen. Salami. Das könnte jetzt auch an der Schaufel liegen. Hebe unter den Linden ein Grab aus und bestatte deine Eltern. Jetzt werde ich auch langsam müde. Dann sollten wir uns mal ein bisschen beeilen. So. Habt ihr noch irgendwas bei euch? Ein Groschen. Aber mehr auch nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal den Hügel. Also ich kann die Leichen nicht aufheben. Dann gehen wir erstmal unter der Linde ein kleines Loch graben. Eigentlich müsste es ein größeres Loch sein. So, gucken wir mal, wo können wir das jetzt hier machen? Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Okay, beginn an zu graben. Also. Legen wir mal los. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Na. Okay. Komm und hol's dir. Verdammt! So, und ich sehe gerade, ich habe immer noch die Fackel ausgerüstet in der Nebenhand. Kann ich jetzt noch das Schild... Ja, gut, kann ich. Herr Gott! What? Ah.
Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, habe ich recht? Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen! Angriff! Nehmt das Gesindel auseinander! Heilige Scheiße! Oh, Scheiße! Rettung in letzter Minute. Heimkehr. Rette deine Eltern. Was? Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Nicht, nicht, mir wurde ich da.
Das gibt's doch nicht. Nein, ich habe kein Inventar. Ich habe auch keine Waffe. Doch, ich habe eine Waffe. Warum ziehst du sie denn nicht gleich? Alter, was hast du schon wieder für Albträume, Junge? Na komm schon. Neue Stufe erreicht, ja, jetzt blutig. Brauchst du Hilfe? Okay. Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser.
Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay. Die Rattermühle ist nun dein neues Heim, dein Bett. Dort kannst du schlafen und in diesem Zuge das Spiel speichern. Auch deine Truhe befindet sich in der Mühle. Der Inhalt steht dir auch anderen... Was? Ja, gut. Ah, unsere ganzen Sachen. Ist ja einiges ganz schön runtergekommen. Von der Haltbarkeit. Gut, nehmen wir uns mal alles. Hol die Sachen aus der Truhe. Haben wir erledigt. Ja, im Nachthemd wollten wir jetzt nicht bleiben. So, edle Schuhe. Wir ziehen einfach mal alles wieder an. Damit wir uns dann auch nachher wieder sauber machen können. So. Waffen brauchen wir natürlich jetzt auch. Jetzt haben wir natürlich den Questgegenstand nicht mehr. Das heißt, gut, dass ich die Nadel behalten habe. Wobei die Scherbe hat eine bessere Haltbarkeit. Aber wir nehmen erstmal die Nadel, dann das Schild, den Bogen und jetzt rüsten wir uns noch einen Pfeil aus, damit das auch alles passt. Uralte Karte 1. Das ist die uralte Karte 1. Hol deine Sachen aus der Truhe. Lesen war im Mittelalter eine seltene Fähigkeit, die ein gewöhnlicher Schmiedesohn nicht besaß. Um Schriftstücke verstehen zu können, musst du jemanden aufsuchen, der dir die Grundlagen des Lesens erleichtert. Okay. Ich habe keine Ahnung. So, Karte 2. Hattau. Scheint irgendwo eine Mine zu sein oder so. Was ist das? Oh Gott, tut mir der Magen weh. Ja, ich merke schon. Ich soll erstmal was essen. Auf dem Tisch steht, was hat sie gesagt? Brötchen. Dann essen wir jetzt nochmal ein paar Brötchen. So. Nahrung, Brötchen. So. Wir sind jetzt noch ein bisschen müde. Wo steht unsere Energie? Haben wir jetzt 50 nur? Sattheit. Ne, ich glaube, wir sind nur ein bisschen müde noch. Schloss knacken sehr leicht. Hä? Aus dem Topf essen. Können wir mal kurz die Tür zumachen. Psst. Keiner mitgekriegt. Aus dem Topf essen? Geht das? Ja. Schlafen und speichern. Ja gut, dann machen wir jetzt mal schlafen und speichern.
Zwei Stunden wären, glaube ich, nicht verkehrt. Aber so ein kleines Mittagsstündchen noch. So. Und Spiel gespeichert. Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.